Hey Freunde, was geht? Willkommen zu einem weiteren The Crew 2 Video. Ja, und in diesem Video geht es natürlich wieder um den aktuellen Live-Summit, die Belohnung aus dem letzten und alle Inhalte. Und dann wollen wir auch direkt mal ins Haku reisen und die Belohnung abholen. Und ja, da bin ich Rang 1727 mit 1,23 Millionen. Mehr hatte ich keine Lust, ehrlich gesagt, weil mir die Platin-Belohnung relativ unwichtig war. Mir ging es um Gold. Gold wollte ich unbedingt haben, damit ich im Air Race den Nitro-Micha bekomme. Und den habe ich jetzt bekommen. So, da ist der nächste Live-Summit. Mal gucken. Jo, alle Fahrzeuge sind vorhanden. Dann wollen wir doch direkt mal in den ersten Slalom reingehen und gucken, was wir da haben. Golden Hills Wüste. Ah, ja, okay, kenne ich. Dann nehme ich mir, was nehme ich mir denn da? Och, nehme ich Auto oder Motorrad? Ich glaube, ich nehme Auto. Und baue mir den in den Lamborghini ein. Und zwar den Lamborghini Gallardo LP 574 in der Super Trofeo Edition. So, dann gehen wir mal auf Performance und dann könnt ihr euch mal angucken, was ich hier verzapft habe. Ich weiß gar nicht mehr, nach welchen Kriterien ich diesen Wagen eingestellt hatte. Auf jeden Fall gefällt mir diese Einstellung sehr, 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 sehr gut. Ihr könnt es euch angucken. Ich weiß wirklich nicht mehr, wo ich die her habe. Das war noch aus der Zeit, wo ich mir die Einstellungen nicht selber eingestellt habe. Das war noch irgendwo abgeguckt. Ich kann euch aber wirklich nicht mehr sagen, von wem. Aber dann wähle ich den Wagen jetzt aus und dann soll es auch direkt mal losgehen in Slalom. So, direkt nach dem Neustart haben wir schon ein paar km/h drauf. So, jetzt mal gucken. Oh, oh. Die Kurvenlage habe ich ein bisschen falsch genommen. Immer gucken, dass ihr nicht zu viel rumeiert. Und am besten immer schön gerade fahrt, dass ihr so wenig lenken müsst wie möglich. Ich weiß, es ist immer leichter gesagt als getan. Ich habe es jetzt auch verbockt. Aber habe trotzdem 26.902 Punkte. Und ich denke, das sollte erstmal reichen. Wollen wir mal gucken. 155.000 Punkte. Ja, nice. Natürlich, Punktebrecher habt ihr ja gesehen, ganz wichtig. Auf Pur und Test erprobt habe ich den geskillt. Und dann geht's weiter zum nächsten Slalom. Ich mache das in der Reihenfolge. Und dann wollen wir immer springen. Das kann ich aber auch so machen. Hier gilt das gleiche Prinzip eigentlich. Ja, okay, nicht dagegen knallen. Ne, Kurven schön eng. Hey! Hey! Du! Was soll das? Hier muss man aufpassen, nicht, dass man da geradeaus durchspringt. Das ist mir früher ständig passiert. Und ab ins Ziel und dann sind wir hier eine Runde gefahren und haben 32.830 Punkte. Klar ist auch hier ein bisschen mehr drin, aber hier haben wir jetzt auch die 155.000 Punkte. Und ihr wisst ja, ich hebe mir das immer so ein bisschen für Samstag auf. Ne? Ich mache das ja extra, dass ich hier nicht die volle Punktzahl habe. Also was heißt extra? Also ich fahre das jetzt einmal gut und dann wirklich auf Biegen und Brechen verbessern kann man immer noch am Samstag ab 14 Uhr im Livestream auf Twitch. Und dann geht es jetzt weiter in die Radarfalle. So, diese Radarfalle ist ziemlich einfach sogar. Hier könnt ihr direkt am Start umdrehen. Nehmt ein bisschen Anlauf und ja, bei dieser Radarfalle sind auch immer viele Leute da. Dann das Fahrzeug wechseln. Die Einstellung zu dem Wagen kann ich euch gerne gleich zeigen. Und wenn dann ein paar Leute da sind, dann kann man da sogar Windschatten abgreifen. Wenn man ein bisschen Glück hat. Nö. Wisst ihr was? Wir machen das jetzt einfach ohne irgendwelche Leute. Ich guck mal, dass ich hier eine gute Geschwindigkeit alleine hinkriege. So, 651,2 km/h waren jetzt alleine drin. Mit einem Freund sind natürlich bis zu 719 km/h auf jeden Fall drin.
Und jetzt habe ich hier nochmal verbessert, 125.000 Punkte im Endergebnis. Und das ist auch erstmal okay, denn wie ich eben schon gesagt habe, am Samstag können wir immer noch mehr verbessern. Ich zeige euch eben kurz meine Wageneinstellungen. Und da habe ich Fanatisch und Pur, den Nitro-Micher natürlich und das sind meine Einstellungen. Weiter geht's mit dem Hypercar und zwar mit dem McLaren F1 und den wollen wir uns dann auch mal direkt auswählen. So, hier bin ich schon auf Hypercar und dann suchen wir uns hier den F1 raus. Da ist er. So, eingebaut habe ich mir natürlich den Nitro-Micher mit Extra-Portion und Pur. Und dann wollen wir uns mal hier die Einstellungen angucken und der Wagen ist noch auf Standard, weil ich den nie gefahren bin. Aber ich werde meine Einstellung hier wieder vornehmen und jetzt hoffen, dass dieser Bug nicht da ist. Minus 46 km/h. Ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig ist, aber wir wollen mal gucken. So, jetzt kurz mal was verändert. Plus 46, alles klar, das war der Bug. So, jetzt gehen wir hier so, die Aerodynamik lassen wir erstmal. Jetzt gehen wir Federdruck vorne und hinten. Ne, gar nicht wahr, nicht den Federdruck. Den Federdruck wollte ich nicht, den Federweg. So, und den Federdruck erhöhen wir mal. So, hinten ein bisschen höher als vorne. Und jetzt sieht das Ganze doch ganz gut aus. Dann wollen wir doch mal gucken, wie der Wagen sich so verhält. Ihr könnt die Einstellung gerne übernehmen, falls es eine gute ist. Aber ansonsten werden wir alles Weitere jetzt erstmal sehen. So, der Wagen sieht noch Standard aus. Da haue ich kurz mal ein Vinyl drauf und dann sehen wir uns nach einem kurzen Cut wieder. So gefällt mir der Wagen auf jeden Fall besser und dann geht's los mit dem Rennen. So, am Anfang von dem Rennen hier fahren wir nicht geradeaus. Nein, wir fahren hier ganz steil links an dieser Bushaltestelle vorbei in die Gasse rein. Und machen da vorne an diesem kleinen Baum einen Respawn. Und zwar an dem hier. Und dann landen wir hier vor den anderen. Und dann sind wir hier schon raus aus dieser kleinen Zickzack-Kurve rein, nenne ich das mal. Und dann gibt es jetzt gleich auch schon die nächste Abkürzung, die ich euch zeigen will. Und zwar fahren wir hier jetzt rechts lang. Dann hier die nächste sofort wieder links. Und jetzt könnt ihr das mit Nitro durchdrücken. Und im Checkpoint respawn. Und dann landet ihr wieder richtig rum auf der Straße. Und so habt ihr euch jetzt diese ganze Stadt gespart mit diesen ganzen Zickzack-Kurven und diesen Haarnadelnkurven und wie sie da alle heißen. Und seid Erster und ja, könnt im Prinzip jetzt das Rennen ordentliche durchfahren. Jetzt können wir ein bisschen beschleunigen, ein bisschen mit Nitro. So, hier an der nächsten Stelle will ich gleich ein bisschen vorsichtiger sein. So, 440 habe ich jetzt, ja. 450, jetzt gehe ich hier ein bisschen vom Gas. Ein bisschen unter 400, damit ich hier nicht rausfliege, weil ich sonst Sorge habe, dass ich hier in die Pampe reinfliege. Ja, das Rennen ist ja eigentlich ein Street Race. Na gut, mit einem Street Racer kann man hier auf jeden Fall auch nach der Brücke da Vollgas fahren und auf Vollgas bleiben. Aber ja, mit dem Hypercar will ich das hier auf jeden Fall nicht riskieren. Hier natürlich immer so ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht rausfliegt auf den Rasen. Und ja, dann haben wir hier auch schon jetzt gleich die nächste Abkürzung. Jetzt könnt ihr ein bisschen vorsichtiger fahren. So, es geklingelt hat es jetzt hier von dem Checkpoint. Dann fahren wir links durch die Absperrung durch. Und dann fahren wir hier so ein bisschen zickzack. Und das ist auch ein bisschen schneller. Ich habe es am Anfang auch nicht geglaubt. Aber es ist doch schon ein bisschen schneller, wenn man so rumfährt. Und dann haben wir den nächsten Stadtabschnitt hier schon wieder geschafft. Und dann geht es jetzt eigentlich nur noch hier fast geradeaus. Ein paar Zickzackkurven gibt es hier noch. Aber dann geht es auch schon fast zur Zielgeraden. Am Ende gibt es noch eine Kleinigkeit, die man so ein bisschen beachten muss oder sollte. Aber das zeige ich euch jetzt gleich, denn das kommt jetzt gleich schon. So, hier haben wir jetzt noch ein bisschen gerade. Jetzt können wir ein bisschen Geschwindigkeit wieder aufbauen. So, schön von außen nach innen. So, und genau, jetzt kommen wir so Richtung Ziel ungefähr. Und da sind wir gleich am Strand. Links von uns ist gleich Wasser und Strand. Und hier sollten wir jetzt aufpassen, dass wir hier so quer rüberfahren, damit wir da nicht in die Leitplanke knallen oder damit wir da nicht bremsen müssen. So, und hier jetzt ist es euch überlassen, also hier fahre ich nochmal rüber, aber jetzt in den Strecken, ja klar, hier in die Stadt rein, ist es euch überlassen, ob ihr hier Vollgas fahren wollt oder ob ihr ein bisschen vorsichtiger fahren wollt, mit ein bisschen abbremsen, so wie ich jetzt, um dann ins Ziel zu fahren.
hätte ich bestimmt noch eine Sekunde oder zwei Sekunden besser machen können, wenn ich da Vollspeed reingefahren wäre. Aber um ehrlich zu sein, habe ich mich das jetzt nicht so getraut. Wir können das ja am Samstag noch machen, ab 14 Uhr, wenn ich live bin, auf Twitch. Aber ja, so haben wir jetzt 3 Minuten 4, 126.000 Punkte, ist auf jeden Fall annehmbar. Ist eine schöne Zeit, gefällt mir, kann man verbessern, aber ich bin erstmal zufrieden für das Video. So, weiter geht's mit dem Hypercar und zwar mit dem CX-75 Konzept. So, da ist der Wagen, Jaguar CX-75 Konzept. Und dann bauen wir die Sachen hier mal gerade ein und dann muss der Wagen eingestellt werden. Das Problem ist aber, dass der Wagen sehr, sehr gerne ausbricht und das wollen wir natürlich verhindern und da gehen wir jetzt mal auf Performance. Und gucken uns das mal an. Und den habe ich sogar schon ein bisschen hier eingetüftelt gehabt, den Wagen. So, jetzt machen wir mal Federweg vorne. Wir nehmen den mal ein bisschen runter. Den Federdruck wollen wir mal ein bisschen erhöhen, damit der Wagen ein bisschen stabiler auf der Straße liegt. Und nicht ganz so viel am Rumeiern ist, nenne ich das mal. Also, wenn der Federdruck höher ist, glaube ich, liegt er stabiler auf der Straße. Und fliegt nicht so aus den Kurven raus. Aber wir müssen mal gucken, ob das so funktioniert. Die Aerodynamik werde ich noch einen nach unten gehen. Ich gehe hier nur auf 2. Dann müssen wir mal gucken. Getriebe lasse ich so. Reifenhaftung muss auf jeden Fall komplett bleiben. Bremskraft komplett. Die Bremskraftverteilung werde ich jetzt mal nach vorne legen. So, und dann gehen wir hier mal raus. Die Einstellung habt ihr gesehen. Natürlich wieder der Nitromecha mit Pur- und Extraportion. Und dann wollen wir das Rennen jetzt auch mal starten. Und dann geht's auch schon los mit dem Rennen. So, und mal gucken, ob mir die Einstellung hier gefällt. Weil ich weiß, dass der Wagen ziemlich gerne mal ausbricht. Und auch sehr, sehr schnell, wenn man in den Kurven fährt. Ja, jetzt mal gucken. Okay, er hält sich ganz gut. Okay. So, jetzt nochmal nach dem Sprung hier. Und reinlenken. Ja, er bricht nicht aus. Ja, das gefällt mir. Gute Einstellung. Sehr schöne Einstellung. Okay. Da vorne kommt gleich so eine Linkskurve. Mal gucken, ob er die mit der Einstellung schafft, weil ich die Aerodynamik ziemlich weit unten habe. Jetzt mal gucken. Von weit außen hier. Okay, da bin ich ein bisschen hängen geblieben. Das war jetzt nicht ganz so toll. Ah, Mist, Mist, Mist. Die Kurve habe ich falsch genommen jetzt. Wenn ihr das richtig anstellt und früh genug einlenkt, dann könnt ihr die Kurve mit, boah, ich weiß nicht, mit 380, 390... Könnt ihr die Kurve locker nehmen. Ihr dürft nur die schwarz-gelbe Bande nicht berühren. Weil diese Bande bremst euch extrem runter. Aber ansonsten ist das Rennen hier ziemlich easy. Ach Mist, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Aber egal, wir fahren mal weiter. Ja, doch, die Einstellung gefällt mir auf jeden Fall. Ja, hier ein bisschen vorsichtiger. Ja, doch, mit der Einstellung komme ich gut klar. Mal gucken, dass wir hier wieder über 400 kommen. So. Da sind wir über 400. Jetzt hier schön weit außen. Ein bisschen einbremsen. Gut, ausgebrochen ist er nicht, der Wagen. Ja, ich muss sagen, die Einstellung gefällt mir wirklich sehr. So, hier lieber ein bisschen bremsen, anstatt dass man da in die Leitplanke reinknallt, weil ihr wisst ja, Leitplanken, die bremsen heftig. So, und jetzt könnt ihr eigentlich euer Nitro durchziehen. Und dann ist dieses Rennen auch beendet. Mit 3 Minuten 13. Ah, das geht auf jeden Fall viel, 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 viel schneller. Das weiß ich wohl. Aber mal gucken, was habe ich bekommen. 114.000. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so viel. So, 3 Minuten 13 konnte ich jetzt nicht ganz so stehen lassen. Ich habe mich jetzt nochmal ein bisschen verbessert. Auf 3 Minuten 9. Was mir auch noch nicht perfekt gefällt. Wir müssen auf jeden Fall da noch ein bisschen was machen. Aber ich habe schon mehrfach gesagt, ihr wisst, am Samstag bin ich wieder live. Und ja, dann werde ich das natürlich am Samstag versuchen zu verbessern. So, und weiter geht's mit dem Motocross-Event. Keine Einschränkungen. Und da weiß ich noch nicht, welche Maschine ich nehme. Ich hatte gerade einmal kurz die Red Bull hier getestet. Gefällt mir aber gar nicht so, ehrlich gesagt. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich vielleicht die hier nehme. Mit Lehnsmann elegant. Die blaue. Oder ob ich hier die nehme. Da habe ich populär und reich drinne. Im Prinzip ist das schon fast egal, was man da einbaut. Ich denke, ich werde mal hier die Yamaha nehmen, die blaue, und dann mal gucken, wie die Maschine so ist. Warte mal, nicht da. Hier will ich mal gucken.
Hier habe ich nicht großartig was, obwohl doch ein bisschen habe ich was verändert. Ich kann sagen, nicht großartig was verändert. Nein, überhaupt nicht. Genau, könnt ihr euch angucken. Ich weiß gerade echt nicht. Drin haben wir Elegant und Lehnsmann mit dem Nitro-Mischer und dann nehme ich die Maschine auch mal. So, los geht das Ganze. Und wenn ihr alleine spielt, dann seid ihr leider darauf angewiesen, viele, viele Punkte alleine zu machen. Maximalpunktzahl kann ich euch gleich schon sagen, ist alleine eigentlich nicht möglich. Dann müsst ihr echt wirklich so viele Sachen hier mitnehmen, wie es nur geht. Und auf jeden Fall auch so viele Punkte machen, wie es nur eben möglich ist. Und zwar gibt es hier eine kleine Möglichkeit, die ich hier versuchen werde. Und ich hoffe, dass das Ganze auch klappt. So, jetzt habe ich hier drei Backflips gemacht. Hier fahre ich nicht oben lang, und zwar mit Absicht. Hier fahre ich hier unten lang, weil ich zu einer bestimmten Sprungschanze will. Genau, da ist sie. Jetzt muss ich mal gucken. Wenn das noch geht, mache ich einen Reset. Und lande... Nein, ich lande hinter der Sprungschanze. Schade. An dieser Sprungschanze konnte man nämlich ein bisschen tricksen. Da konnte man Backflips machen und dann wieder Reset. Und dann war man wieder vor der Sprungschanze. Leider geht's nicht. Ich guck mal, ob es an dieser hier geht. Nee, an dieser geht's nicht. An dieser hier. So. Ah. Nee. Das haben sie geändert. Jetzt landet man wieder davor. Nee. Schade, es funktioniert leider nicht. Mal gucken, ob es an dieser hier geht. Bekommen ohne zu landen. Okay, das scheint zu funktionieren. Obwohl, nee, das ist schon die nächste. Nee, es geht nicht. Sie haben es rausgenommen. Schade. Das ist gar nicht mal so cool jetzt. Weil das war meine Methode, um Punkte zu machen. So, nee, man respawnt genau da, wo man gelandet ist. Okay, das ist mies. Ich versuch's mal so. Nee, klappt nicht. Die haben es komplett geändert. Okay, das ist nicht cool. Nee, und ich respawne oben. Ah, sie haben es rausgenommen. Mist. Ich versuch's mal anders. Nee. Und wenn ich einen Unfall baue? Ich versuche das mal mit einem Respawn und einem Unfall. Gucken, ob das geht. Nö, geht auch nicht. Die haben den Respawn komplett angepasst. Egal ob Unfall oder nicht, man wird da respawnt, wo man gelandet ist. Ach, Mist. Ja, dann weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wie man hier die Punkte noch tricksen soll. Ohne Freunde natürlich, jetzt meine ich, ne? So, ein bisschen Drift. 31.000 Punkte, das ist echt nicht viel. Mal gucken. Es funktioniert wirklich nicht mit dem Respawn, leider. Nein, es funktioniert nicht. Können wir uns hier querstellen und machen und tun, wie wir wollen. So? Nein. Wir müssen umdrehen und den Sprung nochmal machen. Es geht nicht anders. Mist. Sie haben es komplett rausgenommen. So. Den Sprung gemacht. Umdrehen. Anlauf nehmen. Das Ganze hier nochmal. So. 500 Punkte für den Dings. Das ist mies. Hohe Geschwindigkeit, nochmal 1000 Bonus. So, nur noch 30 Sekunden, die Warnung. Aber wir sind ja hier genau am Ziel. Bei 40.000 müssen wir auf jeden Fall drin sein. So, jetzt das Ganze hier mit Anlauf. Nitro durchdrücken und... Zack, nochmal ein paar Punkte machen. Und mit über 40.000 ins Ziel gehen. Mit knapp 42.000 Punkten. Und ich glaube nicht, dass ich damit zufrieden bin. Mit 41.920 Punkte. Ich hoffe, wir haben die 100.000 erreicht. Ansonsten müssen wir das... Ja, 126.000 Punkte haben wir da.
mit 41.920. Also ihr habt jetzt ein paar Möglichkeiten gesehen, wie man das machen kann. Aber wenn ihr Maximalpunktzahl haben wollt, dann müsst ihr es auf jeden Fall mit Freunden machen, dass ihr über Freunde drüber hinwegspringt, weil ansonsten geht's nicht anders. Ihr habt es ja gerade gesehen. Ach nee, geht ja auch nicht, fällt mir gerade ein. Die haben den Respawn ja gepatcht. Das ist natürlich mies. Dann müsst ihr bis 98% fahren und müsst immer wieder zurückfahren, springen und dass die anderen unten stehen bleiben. Und die ganze Zeit zurückfahren und rüber, zurückfahren, rüber, die ganze Zeit. Dann bekommt ihr da Punkte. Ich denke, es ist trotzdem dann noch möglich, die Maximalpunktzahl da zu bekommen. Naja, aber genug des Ganzen. Jetzt geht's weiter zum Drift. So, dann wollen wir mal gucken, wie der Wagen sich jetzt verhält im Drift. Und natürlich gilt, wir müssen zwar schnell sein, aber nicht zu schnell. Weil wenn wir zu schnell sind, fliegen wir überall gegen, dann befördert es uns nach draußen und wir knallen in die ganzen Gegenstände hier rein. Ah, jetzt so wie hier. Nee, aber es ging noch. So. Und gucken, dass wir natürlich in meinem Drift bleiben. Wobei wir nicht zu langsam werden dürfen. Das ist natürlich auch total mies. Wir müssen schnell bleiben, dürfen aber nicht zu langsam werden. Das ist so ein Mittelmaß, was wir finden müssen, so wie hier jetzt. Wenn man gegenknallt, dann war es das. Dann zählen die Punkte nicht mehr. Okay, da bin ich gerade volle Kanne gegengeknallt. Das hat noch gezählt. Echt merkwürdig. Ah, der Drift ist echt mies. Er gefällt mir auch überhaupt nicht, dieser Drift hier. Also, es liegt am Wagen. Also, die Strecke ist gar nicht mal so schwer, wenn man sie kann. Aber der Wagen, das ist auf jeden Fall eine absolute Seifenkiste hier, der Wagen. Und normalerweise würde ich jetzt neu starten. Aber dieser Drift, der gefällt mir so überhaupt nicht, dass ich jetzt versuche, hier noch was Gutes rauszuholen. Wir können auch immer noch am Samstag verbessern. Das ist nämlich echt ein Kackdrift. Boah. So ein mieser Drift, ey. Eieieiei. Das sind nicht viele Punkte. Das sind wirklich nicht viele Punkte. Boah, ist das mies, ey. Naja, aber immerhin 144.000. Es tut mir leid, fürs Video so wenig Punkte zu holen. Also 600.000 hätte ich mir schon erhofft, aber man muss sich so hart konzentrieren darauf. Das werde ich am Samstag im Livestream machen und mich da verbessern. Jetzt geht es hier erstmal weiter zum Street Race und dem vorgeschriebenen Fahrzeug. Da werden wir jetzt den Winter Agent Porsche fahren, also den Porsche aus diesem Live Summit. Und bedenkt, er ist vorgeschrieben, das heißt, ihr könnt den Wagen nicht einstellen. Es ist ein Leihfahrzeug, wie es da links schon steht. Und er ist auf einer Leistungsstufe von nur 213, hat eine Höchstgeschwindigkeit von 310 km/h. So, bei den Kurven hier natürlich aufpassen, dass ihr nicht so in die Mauern reinknallt und die Kurven gut kriegt. Natürlich jetzt nicht so wie ich hier mit runter auf irgendwie 86 km/h oder so. Der Wagen ist jetzt ausgebrochen und ist weggerutscht. So soll es natürlich nicht sein. Aber ansonsten müsst ihr nur darauf achten, dass ihr auf jeden Fall gut durch die Strecke kommt. Und ja, wie ich schon am Anfang gesagt habe, bedenkt, dass der Wagen nicht voll getuned ist. Aber selbst dafür fährt der ziemlich gut. Und guckt einfach, dass ihr hier gut durch die Kurven kommt. Und versucht halt so schnell wie möglich dieses Rennen zu beenden. Also immer so schnell wie möglich sein. Und so, Moment, hier werde ich jetzt schon mal runterbremsen. Die Kurve ist nämlich sehr eng. So. Und hier bei diesen Zickzack-Kurven, wie ich es immer nenne, auch aufpassen, dass ihr da nicht ausbrecht. Gut durchkommen. Und dann ist das Rennen auch ziemlich einfach. In dem Rennen gibt es ziemlich wenig Punkte. Das heißt, ihr müsst schon ziemlich schnell sein. Aber das ist eigentlich auch machbar, hier über die 100.000 zu kommen. Hier aufpassen, dass sie da nicht rausfliegt an der Stelle. Und ansonsten, ihr müsst echt versuchen, dass ihr so schnell wie möglich fahrt. Also, dass die km/h-Zahl auf jeden Fall weit nach oben geht, über 270 am besten. Und das womöglich fast immer.
So. Und aufpassen, dass sie halt nicht in die Banden knallt, in die Mauern. So, hier haben wir, ne, ein bisschen aufpassen, genau, da quer rüber. Gut, das hat jetzt unnötig gebremst, weil ich da zu weit eng gefahren bin. So, und hier haben wir jetzt ordentlich viel geradeaus. Hier können wir ein bisschen mit dem Nitro spielen, dass wir immer auf über 280, 290 km/h sind. Gut, wenn es berghoch geht, verlieren wir natürlich ein bisschen, ja, obwohl gar nicht mal so viel. 299, das ist gut. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, jetzt kommt da wieder so eine enge Kurve. Auf jeden Fall aufpassen hier. Nicht zu doll reinknallen. Am besten nicht so doll, wie ich da jetzt reingeknallt bin. So, hier schräg rüber. Ja, und wie gesagt, ansonsten muss man halt immer versuchen, so schnell wie möglich zu sein. Ja, genau. Nicht da reinknallen. Am besten. Aber ja. Passiert halt. So, schön von außen nach innen hier. Und dann haben wir da schon das Ziel. Also hier sollte auch unter 3 Minuten drin sein. Unter 3 Minuten ist auf jeden Fall machbar. 3 Minuten 6 müsste jetzt erstmal okay sein. Und da habe ich 117.000 Punkte. 3 Minuten 6. Da bin ich erstmal, ja, was heißt zufrieden? Nicht zufrieden, aber für heute, fürs Video jetzt erstmal zufrieden. So, was haben wir da jetzt? Ich habe 1.071.000 Punkte. Das heißt, ich brauche jetzt 129 im Prinzip, damit ich auf 1,3 Millionen komme. Im Rally Raid, was in dem Fall eine Rallycross-Strecke ist. Und zwar mit dem Defender Works V8. So, in den Defender Works habe ich jetzt den Nitro-Mischer eingebaut mit pur und belüftet. Ich habe da noch nichts rekalibriert, sonst würde ich da vielleicht auch sogar extra Portionen nehmen. Was heißt vielleicht? Ich würde extra Portionen nehmen, weil ich auch schon weiß, welche Strecke ich da habe. Hier habe ich belüftet drin. Ich müsste es halt einfach mal rekalibrieren. Das war ein gewonnenes Set. Das baue ich da auch ein und das benutze ich auch. Und jetzt gehe ich einfach mal auf Performance und dann gucke ich mal, wie ich mir den Wagen hier einstelle. Und das hier oben lasse ich auf jeden Fall alles an. Und dann jetzt mal gucken, ob der Bug auftritt. Nein, der Bug tritt nicht auf. Jetzt werde ich auf jeden Fall hier ein paar Einstellungen vornehmen. Ich werde nicht zu tief legen, den Wagen. Aber dafür werde ich den Federdruck auf jeden Fall erhöhen. Moment, nein, so und so mache ich das. Und Federweg hinten. Na, ich lasse den Wagen etwas. Ich lasse den Wagen so erstmal. Jetzt wollen wir mal gucken. Getriebe, Reifenhaftung und so weiter lasse ich auf jeden Fall so. Und genau, Federdruck vorne. Genau, so lasse ich das erstmal. Und will mal gucken, wie der Wagen sich jetzt so verhält auf der Strecke, weil ich, wie gesagt, die Strecke kenne. Und ich würde sagen, es geht auch direkt los jetzt. So, ich habe an dem Wagen nichts verändert. Das liegt aber daran, dass ich dieses Rennen hier in der Ego-Perspektive fahre. Und ich fahre jetzt hier erstmal links an alle dran vorbei. Mach das Ding hier weg. So, jetzt hier wieder ein bisschen runterbremsen. Denn das Rennen hat es hier und da so ein bisschen in sich. So wie die Kurve hier jetzt. Die ist ein bisschen. Ja, genau. Ihr wisst, was ich sagen wollte. Und hier am Anfang auch. Also am Anfang ist das Rennen so ein bisschen knifflig, aber wenn ihr die ersten paar Kurven dann hinter euch habt, dann geht das eigentlich auch. Aber was ich mich frage, ist euch das vielleicht auch aufgefallen? Ich finde, dass der Schnee heller ist wie sonst. Ich bin echt am Überlegen, für solche Schneestrecken mal hier und da den Kontrast runterzudrehen. Das ist nämlich echt mies hier sonst. So, hier aufpassen. Aber trotzdem gilt hier auf dieser Strecke auf jeden Fall zügig, zügig, zügig. So schnell wie möglich hier durchbrettern. Auf jeden Fall. Und gucken, dass ihr die Kurven auch so nehmt, dass ihr sie bekommt halt. Weil wie gesagt, ihr müsst auf jeden Fall ziemlich schnell hier das Rennen fahren. So. Das hier von der Karte nicht beirren lassen. Die Kurve kriegt man. Habt ihr gesehen? Ich bin nicht vom Gas gegangen, ich bin hier Vollgas gefahren. Genau wie hier, die Kurve kriegt man.
das jetzt. Hier müsst ihr jetzt aufpassen. So, die kriegt man auch noch. Und hier müsst ihr jetzt auf jeden Fall bremsen. Aber das komplette Stück, wie ihr sehen konntet, bin ich Vollgas gefahren. Und man kriegt es auch Vollgas hin. Das ist so dann der Punkt, warum einige dann Probleme haben mit der Streckenzeit. Weil sie sich dann nicht trauen, weil sie denken so, ah, die Kurve kriege ich bestimmt nicht. Ich bremse mal lieber. Ist ja vielleicht hier und da auch nicht so verkehrt, aber auf dieser Strecke hier, ihr könnt eigentlich so viel Vollgas fahren hier. Das ist schon echt geil eigentlich. Also für so eine Rallye-Cross-Strecke, Rallye-Cross-Strecke ist das richtig geil hier. Also die macht schon Spaß, die Strecke. Das muss man mal so sagen. So, wie diese Kurve hier jetzt zum Beispiel. Die könnt ihr auch komplett Vollgas fahren, hier einfach quer rüber. Und dann, ah, aufpassen, jetzt muss ich ein bisschen bremsen, aber nur, weil ich mich überschätzt habe. Und da haben wir schon das Ziel. Ah, da hätte ich auf jeden Fall noch mehr schaffen können. Weil jetzt können wir den Wagen auch so machen, dass wir ihn sehen. 2,28, mal gucken, ob die Zeit gut ist. Ich bin gespannt. Also ich habe 1, 2, 3 kleine Fahrfehler gemacht mit Geschwindigkeit, aber sonst 129.000 Punkte. Genau das, was ich haben wollte. Normalerweise müsste ich die 1,3 jetzt geknackt haben. Und? Endpunktstand? Na, was haben wir? Und? 1.300.741. Ja, sehr nice. Endpunktstand gefällt mir auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Auch wenn es hier und da ein bisschen merkwürdig war hier in dem Live-Summit. Aber sonst, ihr seht ja, so großartig schwer ist der jetzt auch nicht. Der Drift hat es ein bisschen in sich. Geliehenes Fahrzeug muss man einfach gucken, dass man das so schnell wie möglich macht. Und ansonsten ist der Summit gar nicht so schwer. Das letzte Rennen macht sogar wirklich, wirklich Spaß. Ich glaube, das werde ich im Live-Summit auch noch mal ein bisschen spielen. So just for fun mit ein paar Leuten. Dass man einfach sagt, komm, lass mal zusammenfahren. Vielleicht ein bisschen Windschatten oder so. Mal gucken. Es hat auf jeden Fall wirklich Spaß gemacht, den Live-Summit hier zu spielen. Ich hoffe, wie gesagt, dass dir das Video gefallen hat. Wenn du neu bist, lass mir auf jeden Fall ein kostenloses Abo da. Und mach die Glocke an, damit du nichts mehr verpasst. Aber das musst du ja eigentlich so oder so machen. Denn sonst werden leider in Zukunft alle deine Punkte verbuggen. Und du hast immer 0 Punkte. Das geht doch nicht. Kleiner Spaß am Rande. Nee, Quatsch. Aber wie gesagt, ja, wenn es dir gefallen hat, dann lass alles da. Und ja, folgt mir noch auf Twitch und sei Samstag ab 14 Uhr mit dabei, wenn ich live bin. Und ansonsten bin ich jetzt erstmal raus und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Marvin Keno.